Tauchen ist extrem schön und immer interessant. Warum es uns Taucher unter die Oberfläche zieht, haben wir in vielen Videos schon gezeigt. Ziel unseres Tauchurlaubs ist Elba. Warum? Ganz einfach. Wir waren noch nie dort. Unser Tauchspot ist diesmal an der Südwestküste von Elba. Es steht ein Wracktauchgang an. Das Wrack befindet sich vor dem Strand von Pomonte. Wir fahren an die Klippe Scoglio dell'Oliera. Etwa 200 Meter vom Ufer wird geankert und wir tauchen ein. Es sind hier schon einige Taucher im Wasser. Uns überrascht das gerade nicht, da wir schon an der Oberfläche weitere Tauchboote gesehen haben. Nach wenigen Minuten mit der schönste Moment eines Wracktauchgangs, der Moment, wenn sich die Silhouette beim langsamen Nähern scheinbar aus dem Nichts schält. Das Wrack hat den Namen El Viscot. Sie war ein italienisches Frachtschiff. Aufgrund der geringen Tiefe von maximal 13 Metern und der schönen Lage ist sie ein dankbares Fotomotiv und schon bei mehreren Wettbewerben in Erscheinung getreten. Am 10. Januar 1972 lief das 499 Tonnen Schiff auf die Felsen auf und ging unter. Es gab damals keine Toten oder Verletzten. Ursprünglich war das Schiff auf dem Weg von Neapel in Richtung Marseille. Der Frachter blieb damals mit dem Bug in den Felsen stecken. Da das Wrack so eine Gefahr für die Badegäste des nahen Strandes darstellte, wurde es abgeschleppt und ging dann ganz unter. Heute liegen das gesamte Heck, die Kommandobrücke und ein Seitenteil auf dem sandigen Meeresgrund. Die Maximaltiefe ist 12 bis 13 Meter und es reicht bis auf 3 bis 4 Meter an die Wasseroberfläche heran. Trotz der geringen Tiefe ist Vorsicht angesagt. Schließlich ist es ein Wracktauchgang. Gefahren wie hervorstehende bzw. spitze Teile oder Orientierungslosigkeit sind nicht zu unterschätzen. Ein Kompass kann in der Nähe oder im Wrack nicht verwendet werden. So ist der Tauchgang dann doch anspruchsvoll. Besonders, wenn man die Gelegenheit nutzen möchte, einmal durch ein einigermaßen zugängliches Wrack hindurchzutauchen. Das marine Leben hat das Wrack schon lange in Besitz genommen. Ganz besonders Freunde von Critters, also Kleinlebewesen, kommen hier voll auf ihre Kosten. Eine Kinderstube für allerlei Fische und andere Meeresbewohner.
Die Elvis Scott war ein kleines Handelsschiff. Sie wurde 1960 in den Niederlanden von Schiffswerfen Gebrüder van Diepen, Waterhuizen, gebaut. Sie hat eine Länge von 62,25 Metern und eine Tonnage von 499 Tonnen. Vom Besitzer Lavinia Antonio Scotto aus Neapel wurde sie vor allem für den Holztransport verwendet. Nicht der Luftvorrat und schon gar nicht eine nachlassende Begeisterung lassen dann auch dieses Erlebnis zu Ende gehen. Es sind entweder biologische oder rein logistische Zeitvorgaben bei der Tauchgangsplanung, die zwingen, Adio zu sagen, ohne zu wissen, ob es eines gibt. Yes! Mit Veröffentlichung dieses Videos ist jetzt der 1000. Subscriber auf meinem Kanal und ich bin total happy, das war seit langem das Ziel. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei allen, die mitwirken, diese Videos zu produzieren. Allen voran Bernd Gleis, der mit seinen Audiokommentaren wirklich Value in diese Videos bringt. Und bei Steve Rees, der mich hin und wieder mal mit Musik versorgt. Und natürlich bei all meinen Buddies, die mir ihre unendliche Geduld entgegenbringen, weil so ein Tauchgang mit Kamera ist natürlich ganz anders, als wenn man normal tauchen geht. Am allermeisten möchte ich mich aber bei euch bedanken, bei den Subscribern. Das ist der Ansporn, so einen Kanal aufzuziehen. Vielen, vielen Dank.